Dieses kleine schwarze Gefährt hier hört auf den Namen VX2 ST und das ist der neueste Scooter der Schweizer Marke VMAX. Vom unscheinbaren Aussehen sollte man sich aber nicht täuschen lassen. Das Teil prescht mit 1300 Watt Spitzenleistung wie kein anderer Scooter nach vorne. Und das ganz legal mit einer deutschen Straßenzulassung. Was ihr hier zum Kurs von 950 Euro sonst noch geboten bekommt, klären wir gleich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und heute gehen wir zusammen mit dem neuen VX2 ST auf Probefahrt. Ich bin schon einiges an Scootern gefahren, aber dieser Kollege hier ist wirklich Next Level und verbläst die meiste Konkurrenz mühelos. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst doch gerne etwas Liebe und Support in Form eines Abos da. Der VX2 ST ist gerade frisch auf den Markt gekommen und die neueste Version der beliebten VX2-Reihe. Das ST im Namen steht dabei für Sport und das wiederum gibt Auskunft über die Ausstattung. Insgesamt gibt es nun nämlich drei Versionen des VX2. Angefangen mit der LT-Version für 849 Euro, die Sportversion für 949 und die GT-Ausführung für 1149 Euro, die dann über mehr Reichweite verfügt. Wir starten mit dem Optik-Check und da folgt der VX2 sichtbar dem mattschwarzen Trend. In anderen Farben gibt es die Teile aber auch gar nicht. Das Design ist schlicht und unauffällig gehalten. Lediglich ein kleiner VMAX-Schriftzug ist an der Lenkstange zu finden, ansonsten ist der Scooter clean. Vom Aufbau ist der VMAX schön massiv und macht einen durchweg robusten Eindruck. Das Trittbrett bietet auch größeren Füßen einen angenehmen Stand und der Scooter packt bis zu 130 Kilo maximale Zuladung. Geschützt ist er dabei nach IP56 gegen Staub und Wasser. Was mir hier sehr gut gefällt, ist der breite Lenker mit 53 cm. Man hat dabei ähnlich wie beim Fahrrad eine angenehme Griffposition und das macht sich auch positiv beim Fahrverhalten bemerkbar. Die Gummigriffe bieten eine Handballenauflage und ausreichend Grip, verdrehen sich aber andauernd. Neu ist bei diesem Modell ein zweiter Bremshebel dazu gekommen, da die Bremsen nun zweigeteilt sind. Der rechte Bremshebel geht auf die Hinterachse und verzögert eher sanft mittels elektromagnetischer Bremse, mir fast etwas zu sanft. Der linke Bremshebel geht auf die Vorderachse, wo die mechanische Trommelbremse sitzt. Die packt schon deutlich mehr zu und verzögert den Scooter zuverlässig, aber ohne dass man dabei über den Lenker absteigt. Fährt man bergab, könnte die Bremse aber gerne noch etwas mehr Kraft haben. Für den direkten Kontakt mit der Straße sorgen schlauchlose 10 Zoll Reifen und das sind ganz schön breite Teile, die dem VMAX ordentlich Grip geben. Und genau den braucht der Scooter auch, denn sobald man hier am Gas den entsprechenden Befehl gibt, schießt das Teil förmlich nach vorne. Der Elektromotor im Hinterrad leistet 500 Watt bei 48 Volt und geht im Peak sogar bis auf 1300 Watt hoch und das spürt man einfach so hart bei der Beschleunigung. Das Teil hat so dermaßen Power, dass es mir regelmäßig ein Grinsen beschert, wenn andere Scooter nicht hinterherkommen. Das alles, wie schon gesagt, völlig legal und mit deutscher Zulassung. VMAX schöpft dabei aus, was gesetzlich inklusive Toleranz möglich ist, so fährt das Teil auch echte 22 km/h nach GPS. Auch wenn 2 km/h jetzt nicht so viel klingt, den Unterschied merkt man, gerade wenn ein anderer Scooter dann nur 20 km/h fährt. Hinterradantrieb sorgt zudem für eine wesentlich ruhigere Vorderachse, auch das wirkt sich sehr angenehm auf den Fahrbetrieb aus. Spielereien wie ein kleiner Burnout sind auch möglich und selbst ein Wheelie schafft der Scooter mit seinem starken Antritt ziemlich gut, zumindest wenn man es gezielt provoziert. Ich bin schon einige Scooter gefahren, weil mir das Thema ähnlich wie der Audiobereich einfach mega Spaß macht. Dementsprechend viele Scooter stehen hier auch schon rum. Den VMAX nehme ich dabei aber mittlerweile am liebsten mit, weil er mir mit seiner Power einfach extrem viel Fahrspaß bietet. Für den leichteren Transport lässt sich der Scooter natürlich auch zusammenklappen. Dafür löst man wie gewohnt vorne am Lenker die Verriegelung und klappt dann die Lenkstange nach hinten ab. Mit dem Gewicht von 18,5 Kilo werden die Arme aber nach und nach immer länger. Der fest verbaute Akku hatte 13 Amperestunden und soll für eine Reichweite von bis zu 45 Kilometern sorgen. Das ist natürlich immer von vielen Faktoren wie Fahrergewicht, Geschwindigkeit, Steigung, Temperatur und so weiter abhängig. Für eine komplette Aufladung des Akkus vergehen dann 6,5 Stunden. Bei der Beleuchtung gibt es nach vorne einen LED-Scheinwerfer direkt am Lenker, der also auch mitschwenkt. Das Licht ist sehr hell und leuchtet die Straße gut aus. Hinten gibt es das Gegenstück, ebenfalls mit LED und auch ausreichend hell, um gesehen zu werden, das Ganze aber ohne Bremslichtfunktion. Ein bisschen mehr Helligkeit hingegen könnte der Tacho vertragen, denn der ist zumindest bei Sonneneinstrahlung nur noch recht schwer zu erkennen. Zudem ist die Kunststoffoberfläche sehr kratzeranfällig, Mikrokratzer hat man da schneller, als man gucken kann. Angezeigt wird
wird hier sehr groß der Akkustand als Kreis mit 7 Segmenten, darunter die Geschwindigkeit und die aktuell gefahrenen Kilometer, plus kleine Icons für Licht, Fahrstufe und so weiter. Mehr Infos gibt es dann über die App-Anbindung. Mit der VMAX-App können viele Details angezeigt, der Scooter gesperrt oder Updates eingespielt werden. Vom Aufbau sehr einfach gehalten, aber mit allen wichtigen Daten. Alternativ funktioniert auch die Uniscooter-App, damit lassen sich aber leider keine Werksdaten verändern. Fazit: Der VMAX VX2 ST hat mit 950 Euro auf jeden Fall seinen Preis. Was man hier bekommt, ist ein Maximum an Fahrspaß im Rahmen der deutschen Gesetze. Der Scooter könnte deutlich mehr, das spürt man einfach jeden Meter. Kleinere Kritikpunkte gibt es durchaus, mit denen ich aber alles in allem gut zurechtkomme. Ich haue euch die Links in die Videobeschreibung, checkt das also gerne mal ab und sichert euch dabei auch noch einen 50 Euro Rabatt. Ich hoffe, euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios! Der VMAX Scooter hat dir jetzt so gar nicht gefallen? Dann schau dir doch mal dieses oder dieses Video an, vielleicht gefällt dir einer von denen und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.